In den nächsten Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der digitalen Fernsignatur der Firma Namereal Bankverträge und Bankdokumente einfach und sicher online unterzeichnen können. Ihre Kundenbetreuerin bzw. Ihr Kundenbetreuer verpackt die zu unterschreibenden Dokumente in eine Unterschriftenmappe, welche Ihnen per Mail zugestellt wird. Als Absender des E-Mails wird Fernsignatur und der Name Ihrer Raiffeisenbank angezeigt. Klicken Sie auf den Link Dokument öffnen im E-Mail. Im Browser öffnet sich ein Fenster mit der Sicherheitsabfrage. Klicken Sie hier auf das Feld Authentifizierungscode anfordern. Sie erhalten nun sofort per SMS einen Tarncode auf Ihr Handy. Der Absender des SMS-Tarns ist Namereal TSP. Vergleichen Sie die Transaktions-ID in der SMS mit jener auf dem Bildschirm. Diese müssen übereinstimmen. Geben Sie den Code ein und klicken Sie auf Authentifizieren. Es öffnet sich ein Fenster mit Ihrem Dokument zur Unterschrift. Wählen Sie das Feld Klicken, um zu unterschreiben, aus. Sie unterschreiben Ihre Dokumente mit einer elektronischen Unterschrift, die laut Signaturgesetz der handschriftlichen Unterschrift gleichgesetzt ist. Diese Form der Unterschrift darf nur ein Vertrauensdienstanbieter ausstellen. Mit dem Antrag Ausstellung eines temporären Zertifikats und Unterschreiben des Dokuments erklären Sie, dass die Firma Namereal Ihnen so ein Einmalzertifikat ausstellen darf. Wenn Sie mit dem Ausstellen des Einmalzertifikats einverstanden sind, kreuzen Sie die zwei Zustimmungskästchen unten links an und klicken Sie auf Akzeptieren. Sie erhalten nun von Namereal TSP eine SMS mit einem Einmalpasswort. Vergleichen Sie wieder die Transaktions-ID am Handy mit jener am Bildschirm. Diese müssen übereinstimmen. Geben Sie das Einmalpasswort ein und klicken Sie auf Unterschreiben. Ist die Unterschrift getätigt, so gehen Sie oben rechts auf Fertigstellen. Sie haben Ihr Dokument erfolgreich unterschrieben. Sie können die Registerkarte Ihres Browsers nun schließen. Eine Abmeldung ist nicht erforderlich. Haben alle Personen, die auf dem Dokument unterschreiben müssen, ihre Unterschrift getätigt, so erhalten Sie ein Bestätigungsmail von Ihrer Raiffeisenbank. Dieses E-Mail enthält im Anhang das fertig unterzeichnete Dokument. Bitte legen Sie es an einem sicheren Ort ab. Mit nur einem Zertifikat können Sie auch mehrere Dokumente mit einer sogenannten Stapelsignatur unterschreiben. Nachdem Sie Klicken, um zu unterschreiben, ausgewählt haben, öffnet sich ein Fenster, in welchem Ihnen Informationen zur Stapelsignatur gegeben werden. Im Übersichtsfenster wird Ihnen genau angezeigt, welche Dokumente Sie elektronisch unterschreiben werden. Um alle Dokumente zu unterfertigen, klicken Sie auf den Button Weiter. Als nächstes öffnet sich wieder der Signaturantrag vom Vertrauensdienstanbieter Namereal, den Sie bestätigen müssen. Es öffnet sich das Feld Ausstellung eines temporären Zertifikats und Unterschreiben des Dokuments. Kreuzen Sie die zwei Zustimmungskästchen unten links an. Mit diesem Antrag stimmen Sie den Ausstellungsbedingungen der Firma Namereal als Vertrauensdiensteanbieter für dieses Zertifikat zu. Klicken Sie auf Akzeptieren. Sie erhalten nun eine SMS von Namereal TSP mit einem Einmalpasswort. Vergleichen Sie die Transaktions-ID am Handy mit jener am Bildschirm. Diese müssen unbedingt übereinstimmen. Geben Sie das Einmalpasswort ein und klicken Sie auf Stapel unterzeichnen. Ist die Unterschrift getätigt, so gehen Sie oben rechts auf Fertigstellen. Im Browser wird die Nachricht Dokument unterschrieben angezeigt. Die Unterschriftenmappe mit Ihren Verträgen wird nun an den nächsten Empfänger weitergeleitet. Haben alle Personen ihre Unterschrift getätigt, so erhalten Sie ein Bestätigungs-E-Mail von Ihrer Raiffeisenbank. Dieses E-Mail enthält im Anhang die fertig unterzeichneten Dokumente. Bitte legen Sie die Dokumente an einem sicheren Ort ab.